Heute reden wir darüber, was das Mahabharata über das Wissen und über die Weisheit erzählt. Yoga Om. Yoga auf erwachsene Art. Seid gegrüßt, liebe Freunde. Heute haben wir ein Video aus dem Format Yoga Alternativ, wo wir über verschiedene Themen der Yoga-Szene sprechen. Es gibt viele Themen, man kann über vieles reden. Aber wir werden immer in den Videos sehr zielgerichtet auf ein bestimmtes Thema eingehen. Und heute soll es um das Thema Wissen gehen und vor allem darüber, was der große Epos Mahabharata darüber erzählt, über das Wissen und über die Weisheit. Wir hatten nämlich vor kurzem ein Zitat gepostet aus der Bhagavad Gita. Und wie ihr alle wisst, die Bhagavad Gita ist ein Teil aus dem Mahabharata. Und da hieß es, dass man frei sein sollte von der Anhaftung zu seiner Familie, zu seinen Kindern, Frau und so weiter. Und da gab es Kommentare und Fragen dazu. Und darauf haben wir geantwortet, dass laut der Bhagavad Gita heißt es, dass man sich nicht von den Objekten trennen sollte, sondern dass man sich von der Anhaftung an diese Objekte trennen sollte. Und dazu werden im Mahabharata 21 Kategorien der Wissenheit oder der Weisheit aufgezählt, wie man eben sich von den Anhaftungen befreit. Ja? Und dazu wollen wir heute eine Stelle aus der Bhagavad Gita oder aus dem Mahabharata rausziehen. Noch zur kleinen Information, falls es tatsächlich jemand noch nicht wissen sollte, die Bhagavad Gita ist ein ganz kleiner, geringer Teil aus dem Mahabharata, aus dem sechsten Buch Bhishma Parva, das Buch von dem Krieger Bhishma. Und ihr müsst verstehen, dass die Bhagavad Gita zwar die Essenz der Lehre ist, ja, von dem, was das Mahabharata, sage ich mal, die Quintessenz der Lehre, dennoch aber immer im Kontext betrachtet werden muss, um zu verstehen, was denn die Lehre aussagen möchte. Und dazu gehen wir gleich über zu der Stelle aus dem Mahabharata, aus dem Bhagavad Gita. Das ist Kapitel 37, das Feld und der Feldkenner. Die Stelle wurde aus der Webseite pushpak.de entnommen. Das ist eine Seite, wo vedische Schriften veröffentlicht werden, Mahabharata, Ramayana und weitere Puranas. Sehr empfehlenswert. Könnt ihr darauf gehen, könnt ihr darauf schauen. Wir haben kein Abkommen mit den Pushpak-Leuten, also nicht, dass wir irgendwie Werbung für die machen und wir bekommen dafür Geld. Nein, so ist es nicht. Wir unterstützen das von uns aus, weil wir finden, dass diese Menschen, diese Übersetzer sich wirklich eine tolle Leistung geleistet haben, also sehr viel Kraft investiert haben, darin, dass ihr im deutschsprachigen Raum diese Veden zur Verfügung habt. Und nun zurück zum Mahabharata. Es gibt da diese Stelle, Kapitel 37, und man fragt sich, Feld und Feldkenner, was soll das jetzt erstmal bedeuten? Aber wenn man weiter nachliest, im Sanskrit heißen die Begriffe Feld Kshetra und Feldkenner Kshetrajana. Und es geht im Endeffekt darum, dass ihr stellt euch mal vor, ihr seid das Objekt, ihr seid der Subjekt, der Betrachtende und ihr kommt jetzt in ein bestimmtes Feld. Ihr kommt in diese Welt, ihr sammelt hier Erfahrung und ihr findet euch hier zurecht. Und ihr seid sozusagen der Feldkenner, ihr selbst, also euer Selbst, und ihr kommt in ein bestimmtes Feld rein. Und ihr müsst es erkennen, ihr müsst es verstehen, ihr müsst euch da zurechtfinden. Und im Mahabharata spricht Krishna mit Arjuna eben über dieses Thema. Denn Krishna erklärt Arjuna, mit welchen Eigenschaften du sicher gehen kannst, dass das, was du wahrgenommen hast, die Erfahrung, die du gesammelt hast, dass das wirklich Wissen und Weisheit ist, dass du aus der Erfahrung, die du geschöpft hast, etwas anfangen kannst, dass du darauf aufbauen kannst und dich selbst entwickeln kannst, dass du eben mit anderen Worten praktisch deine Entwicklung danach ausrichten kannst. Ja? Und diese Kategorien oder diese Wissenseigenschaften bezeichnet hier Krishna. Es ist am besten, wenn ich euch das alles einmal vorlese und dann gehen wir jede Kategorie einmal kurz durch. Ich lese euch nur die Kategorien durch, also den Kontext werdet ihr selber nachlesen, aber so sehen die Kategorien aus. Demut, Bescheidenheit, Gewaltlosigkeit, Vergebung, Wahrhaftigkeit, Belehrbarkeit, Reinheit, Beständigkeit, Selbstzügelung, Entsagung der Sinnesgenüsse,
Selbstlosigkeit, Gewahrsein des Leidens von Geburt, Tod, Alter und Krankheit, Freiheit von Anhaftung, Ungebundenheit an Kinder, Ehefrau, Haus und so weiter, Gleichmut des Herzens bezüglich aller Ereignisse, unbeirrbare Hingabe ohne abschweifende Gedanken, das Verweilen an einsamen Orten, kein Gefallen am Gedränge der Menschen, beständige Selbsterkenntnis und alldurchdringende Einsicht. All dies wird als Weisheit bezeichnet und alles Dagegenwirkende ist Unwissenheit. So im Endeffekt hat Krishna in ganz kurz zusammengefasst in einem Absatz, was denn das Wissen überhaupt bedeutet. Ja? Und wir gehen die Kategorien ganz kurz einmal durch. Im Endeffekt sind viele für sich selbst sprechend, aber es gibt doch noch zwei, drei Kategorien, die vielleicht nicht auf den ersten Blick verständlich sind oder verständlich wären. Demut und Bescheidenheit, die ersten beiden. Das sind Dinge, die sind im Endeffekt einfach. Das heißt, dass man sich nicht an erster Stelle setzt, man spricht nicht als erster los, man stellt sich nicht als wichtiger dar, sondern man benimmt sich ganz ruhig, man beobachtet die Lage, man redet nicht zu viel. Im Endeffekt spricht für sich selbst. Gewaltlosigkeit ist auch klar. Vergebung sollte man machen. Wahrhaftigkeit. Satya, das kennt ihr auch aus dem Yama und Niyama. Übrigens seht ihr auch hier die Parallelen zum Yama und Niyama im Yoga. Mahabharata und Yoga ist, gelinde gesagt, alles eng miteinander verknüpft. So, und dann geht das weiter. Belehrbarkeit. Belehrbarkeit, das ist auch ein Aspekt. Er steckt im Niyama drin. Zum einen heißt es, dass man sich selbst immer auf dem aktuellsten, immer im aktuellsten Status sein sollte, immer wieder neues Wissen aneignen und auch sein eigenes Verhalten reflektieren durch dieses Wissen. Und Belehrbarkeit zum anderen Punkt ist, dass man das Wissen auch weitergibt, was man angesammelt hat, nicht nur in sich selbst drin behält. Reinheit. Reinheit ist ein Punkt, der nicht nur auf die äußere Reinheit zu bezeichnen ist, sondern auf die mentale Reinheit, also Reinheit von Gedanken, innere Reinheit, also energetische Reinheit und innere im Sinne von noch eine zweite Ebene vom Inneren, vom euren Körper, dass euer Körper rein ist und regelmäßig durch Kriyas und Shatkamas gereinigt wird. Dazu haben wir auch einige Vorträge schon veröffentlicht und werden im Nachhinein auch Videos rausbringen. Das sind Reinigungstechniken, die man mit seinem Körper und im Nachhinein auch mit seiner Energie machen kann. Dann kommt die nächste Eigenschaft, Beständigkeit. Beständigkeit ist im Endeffekt auch relativ für sich sprechend. Man wählt sich einen Weg und in diesem Falle ist Yoga gemeint und man sammelt in diesem Weg Erfahrungen mindestens 3, 5 und 10 Jahre. Man überlegt jetzt nicht, ich gehe jetzt nach einem Jahr dahin und nach 10 Jahren bin ich da angekommen, wo ich eigentlich gestartet habe, sondern man bleibt beständig bei seinem Ziel, bei seinem Vorhaben und geht bis zum Schluss. Selbstzügelung, das ist die nächste Eigenschaft. Selbstzügelung, auch auf allen Ebenen, relativ für sich sprechend und es fängt ja schon bei den Gedanken an. Wenn man in den Gedanken gezügelt ist, also wenn man nicht allen möglichen Irrsinn denkt und das wird gefördert dadurch, dass man sich nicht jeden Irrsinn an Informationen reinzieht, sondern man greift für sich die Informationen raus, die man im Alltag tatsächlich braucht oder für seine eigene Entwicklung. Es gibt viele Trigger-Informationen, es gibt viele Dinge, die unsere Aufmerksamkeit einfach nur haben wollen, aber die gar nicht gut für uns sind. Und das ist da, wo schon die Selbstzügelung anfängt. Wenn wir das kontrollieren können, was wir in uns reinstopfen an Informationen, nicht nur an Essen, sondern auch an Informationen, dann können wir Selbstzügelung auch nach und nach auf Ebene des Verstands erreichen, auf Ebene des Gesprochenen und auf Ebene des Handelnden natürlich. Dann gehen wir zur nächsten Eigenschaft. Entsagung der Sinnesgenüsse ist im Endeffekt sehr überschneidend mit der Selbstzügelung. Es geht oder mit dem Brahmacharya, das kennt ihr auch als eine der Yamas. Es heißt nicht, dass man alles auf einmal aufgibt, sondern lernt diesen Prozess bewusst wahrzunehmen, diese Sinnesgenüsse. Ja? Ihr habt jetzt irgendeine Anhänglichkeit, irgendeine Sucht oder was auch immer. Und während ihr das macht, weil ihr werdet nicht von heute auf morgen darauf
gleich verzichten. Während ihr das macht, schaut ihr einfach nur, was macht das mit meinem Körper? Tut es mir gut oder verändert es mich in die negative Seite? Und nach und nach und nach und nach und nach verändert sich euer Bewusstsein so, dass ihr von euch aus diese ganzen Dinge aufgibt. Und natürlich immer wieder dagegen arbeiten. Wenn ihr merkt, ich habe irgendeine Schwäche, irgendeinen Sinnesgenuss, und das muss jetzt, also Rauchen und Alkohol, das wären jetzt schon die üblen Sachen, aber einfach mal auch bei den kleinen Dingen anfangen. Man hat irgendeine Gewohnheit, immer wieder etwas Unnötiges zu machen oder unnötige Dinge zu erzielen. Das sind auch Dinge, die rauben eure Energie. Und dass ihr euch teilweise auch mit Askese und in Kombination mit Yoga versucht, daran zu arbeiten. Ja? Es ist nicht einfach. Dieser Punkt, Entsagung der Sinnesgenüsse, ist tatsächlich einer der schwierigsten, weil wir sehr, sehr materiell an diese ganzen Dinge gebunden sind. Aber ihr könnt es dennoch erreichen. Die Sache ist, ihr habt einen Sinnesgenuss und da macht ihr Yoga, euer Verstand wird ruhiger, ihr meditiert. Durch Meditation findet ihr, oder auch durch Selbstanalyse in der Meditation, findet ihr die Ursache dieser Begierde und nach könnt ihr euch von dieser Begierde trennen. Das ist eben eigentlich der Hinweis, wie man sozusagen sich von den Sinnesgenüssen entsagt. Der nächste Punkt, Selbstlosigkeit. Das ist, denke ich mal, auch für sich sprechend. Die meisten sind egoistisch, wollen etwas für sich sein. Und jetzt stellt man sich als selbstlos dar und sagt, ich handle altruistisch für die anderen Menschen. Das Ergebnis ist nicht mir wichtig, sondern es ist wichtig, dass die anderen dadurch auch einen gewissen Vorteil haben. Gewahrsein des Leidens von Geburt, Tod, Alter und Krankheit. Das ist ein Thema, was viele aus dem Weg gehen, obwohl das eigentlich alltäglich ist. Bis auf Tod vielleicht, aber Geburt, Alter und Leiden und Krankheit, das sind Dinge, die sind alltäglich. Und das hat auch Buddha schon immer wieder in seinem edlen achtfachen Pfad gesagt und in seinen vier edlen Wahrheiten, dass es darum geht zu erkennen, dass diese Dinge Teil von unserem Leben sind. Sie nicht in einer Schublade irgendwo wegzustecken oder unter den Teppich zu kehren, sondern es geht darum, immer wieder sich ins Bewusstsein zu rufen, wenn man natürlich sehr stark Anhaftung hat an dieses Leben oder an andere Menschen oder an einen gesunden Körper, dass man sich immer wieder sagt, es gibt Dinge, die sind unausweichlich. Ich gebe mir maximal Mühe, adäquat, gesund, bewusst zu leben, aber meinen Tod kann ich im Nachhinein nicht verhindern. Oder dass ich altere, das kann ich auch nicht verhindern. Oder dass mein Körper nicht mehr der schönste ist, das kann ich auch nicht verhindern. Ja? Diese ganzen Anhaftungen löst man durch eine bestimmte Selbstanalyse. Natürlich muss man sich nicht jeden Tag vor Augen führen, ich werde sterben. Sondern wenn ihr sehr starke Anhaftung habt an diesen Körper, arbeitet mit dieser Selbstanalyse. Weil sonst wird man ja irgendwann depressiv, wenn es gar nicht mehr, oder wenn man sich nach dem Aufstehen jedes Mal das sagt. Sondern wenn ihr starke Anhaftung habt, ruft euch immer wieder ins Bewusstsein, das ist unbeständig, es ist da, mein Leben ist jetzt schön und so gut, aber es kann sich alles irgendwann verändern und ich werde auch irgendwann aus diesem Leben gehen. Daher haftet euch nicht unnötig an irgendwelche materiellen Dinge oder sinnlichen Dinge oder auch euren eigenen Körper oder andere Menschen. Betrachtet einfach das Ganze als neutral. Und zum neutralen Betrachten kommt ja das Mahabharata jetzt erst. Freiheit von Anhaftung. Genau, Freiheit von Anhaftung, das, worüber ich gesprochen habe. Ungebundenheit an Kinder, Ehefrau und Haus und so weiter. Jeder lebt in einem bestimmten Haus oder hat sein eigenes Zimmer irgendwo. Die meisten haben einen Partner, eine Partnerin oder sind verheiratet. Die wenigsten haben vielleicht noch Kinder, aber ich denke mal, jeder wird irgendwann Kinder haben. Es ist ja auch schon so, wenn man mit Kindern arbeitet oder mit Kindern spielt, von anderen Menschen sieht man das ja im Endeffekt auch schon. Ja? Oder wenn man irgendwie kleine, süße Babys sieht und dann sagt man auch, sind die süß und so weiter. Es geht nicht darum zu sagen, dass das schlecht ist, dass Familie schlecht ist und dass das Haus, dass man keinen Besitz haben sollte und so weiter. Wie nutze ich das Instrument der Familie? Wie nutze ich das Instrument Haus, wie nutze ich das Instrument Ehepartner? Hört sich zynisch an, ja? Hört sich abwertend an.
Aber schaut auf diese ganzen Dinge wie als ein Mittel, was euch gegeben wurde. Ja? Ich meine, das hört sich unmenschlich an und so weiter, aber warum brauche ich Kinder? Kinder zeigen mir das, was ich selber nicht perfekt geleistet habe. Sie zeigen mir meine Unvollkommenheit. Ich persönlich habe keine Kinder, aber ich verbringe sehr viel Zeit mit Kindern, weil meine Arbeit und meine andere Arbeit auch mit Kindern verbunden ist. Und man sieht an den Kindern, wenn die Kinder ungeduldig, wütend rumschreien sind, dann denkt man, irgendwann war ich ja auch mal so. Und man reflektiert sein eigenes Verhalten durch die Kinder. Das heißt, die Kinder zeigen einem das Gegenteil von sich selbst, eben, aber eigentlich sich selbst. Es ist wie ein Spiegel. Genauso auch mit dem Lebenspartner, mit der Lebenspartnerin, je nachdem. Das ist, die Emotionen sind am Anfang schön und toll, ja? Aber wenn die nackte Realität bleibt, dann sieht man durch den anderen Partner wieder sein eigenes Bild. Ja, das heißt, man kann doch die Familie dazu nutzen, um sich selbst zu entwickeln. Und wenn man sich selbst entwickelt, selber ruhig wird, damit auch den anderen helfen, der eigenen Familie, den Verwandten. Und dann, wenn es noch weiter geht, anderen Familien, ja, mit seinem eigenen Vorbild und mit seinem eigenen Bild, wie man nach außen tritt, ja. Das sind Instrumente, die man alles nutzen kann, um sich selbst zu verwirklichen, ja. Und worum es eigentlich hier im Mahabharata geht, dass man frei sein sollte von der Anhaftung an die Familie, aber nicht frei von der Familie, das ist ganz wichtig zu verstehen. Genauso auch mit dem Besitz. Wenn ihr denkt, ich könnte mein Haus verlieren, mein Haus könnte abbrennen, es könnte wer einbrechen. Man sieht ganz krass, Anhaftung an mein materielles Gut. Aber wenn ein Mensch in dem Haus lebt und er ist völlig gleichmütig dazu eingestellt und ihr könnt das einfach mal darin testen, wenn ihr zum Beispiel irgendeine Sache hattet, also ihr habt, das muss jetzt gar nicht Haus oder Auto gewesen sein, aber ihr hattet irgendeine Sache, die war euch sehr viel wert. Vielleicht hat sie gar nicht viel gekostet, ja, die war vielleicht 50 oder 100 Euro gekostet. Aber nehmen wir mal an, analysiert mal, geht mal kurz in euch und überlegt, hattet ihr so eine Sache? Und ihr werdet im Nachhinein feststellen, vielleicht habt ihr die Sache sogar irgendwo verloren oder ihr könnt sie nicht mehr finden. Und dann fragt euch, wart ihr anhängig an diese Sache? Oder konntet ihr einfach ganz ruhig darüber urteilen, ja, sie ist jetzt weg und so ist das einfach so. Daran könnt ihr sehen, ob ihr gebunden seid an die Sache oder nicht. Genauso mit dem Auto und mit anderen Dingen auch. Es gibt reiche Menschen, ihr werdet es nicht glauben, die haben viel Geld, die können sich teure Autos leisten, aber die kaufen sich extra ein billiges Auto und einige machen das zwar aus Geiz, weil sie kein Geld ausgeben wollen, aber einige machen das wirklich, weil sie das nicht brauchen. Sie müssen damit nicht angeben, sie müssen nicht zeigen, wie reich ich bin, sondern sie sind bescheiden, obwohl sie viel Geld haben. Ja? Und genauso auch, wenn ihr alle Dinge, die ihr habt, Haus, Familie, Auto und so weiter, betrachtet als Mittel zum Zweck und nicht als Ausdruck von eurer Persönlichkeit, dann könnt ihr dieses Instrument überhaupt erst sinnvoll einsetzen, weil ihr euch fragt, wie kann ich das so einsetzen, dass es maximalen Erfolg jetzt in meiner oder maximalen Fortschritt bringt in meiner Tätigkeit. Und wenn ihr sehr positiv gesinnt seid, sehr, das heißt auch altruistisch gesinnt seid, dann dreht ihr die Instrumente der Familie und des Hauses und des Autos noch weiter um und überlegt euch, wie kann ich mit dem ganzen Hab und Gut, was ich habe, und mit meinen Verwandten so leben oder das Leben so gestalten oder die Instrumente so einsetzen, dass ich dadurch Vorteil bringe anderen, dass ich andere dadurch helfe, sich selbst zu entwickeln, ja. Dann geht es weiter mit den Eigenschaften in dem Mahabharata. Gleichmut des Herzens bezüglich aller Ereignisse. Das Herz, das ist hier vielleicht ein kleiner übersetzt, ist etwas anders übersetzt. Das soll nicht heißen, dass man im Herzen irgendwie positiv gesinnt ist. Gleichmut heißt, es kommt eine negative Situation in euer Leben und es kommt eine positive Situation in euer Leben. Es stirbt irgendein Verwandter, ja. Ihr verliert Geld oder es geht euch etwas kaputt oder etwas klappt nicht. Oder im Gegenteil, etwas klappt sehr gut. Ihr habt auf einmal viel Geld gewonnen oder viel Geld verdient durch eure Arbeit. Oder ihr habt einen sehr netten Mensch getroffen, mit dem ihr eine nette Unterhaltung habt. Aber die Eigenschaft des Gleichmuts
im Herzen, wie das hier steht, ist die Eigenschaft, in jeder Situation, egal wie und bei welchen Umständen, immer neutral dazu eingestellt zu sein. Das ist der Erfolg der Weisheit. Denn ihr geht dadurch in die Beobachterposition ein und in der Beobachterposition schaut ihr von der Seite, wie reagiere ich auf das oder das andere. Und in dieser Beobachterposition lernt ihr, als würdet ihr aus einer, also zwischen den Zeilen oder aus einer parallelen Realität zusätzliches Wissen oder Weisheit dazu bekommen über das, was gerade passiert. Beispiel, auch irgendeine negative Nachricht, das und das ist Schlimmes passiert. Wenn der Mensch darauf negativ reagiert, ist er emotional gebunden an das Ereignis und sieht nur diesen Fakt, dass Schlechtes passiert. Aber wenn ein Mensch gleichmütig ist, ruhig, dann blickt er neben der emotionalen Sache, er verarbeitet das natürlich auch, ne? Aber er blickt darüber hinaus und schaut, was ist noch drumherum passiert, welche Umstände dazu geführt, warum ist es passiert. Und nehmen wir mal an, eine schlechte Situation passiert mit euch selbst. Und dann werdet ihr nicht mehr sagen, oh, ein Unglück ist mir passiert oder was auch immer, mir geht es so schlecht. Sondern ihr werdet, wenn ihr ruhig seid, durch Analyse herausfinden, was ihr falsch gemacht habt, dass es überhaupt zu so einem Ergebnis kommen konnte, dass ihr jetzt in so einer schlechten Situation seid. So, das ist eine Eigenschaft, die man kultivieren muss bei sich selbst. Dann geht es weiter. Unbeirrbare Hingabe ohne abschweifende Gedanken. Das ist eine sehr schwierige und sehr umstrittene Kategorie. Laut dem klassischen hinduistischen Bild ist die Hingabe natürlich an einen Gott gemeint. Aber wie in der westlichen Gesellschaft oder überhaupt, sage ich mal, in der europäischen Denkweise, können wir uns unter Gott wirklich wenig vorstellen. Ja, wir malen uns keine Bilder davon. Wir haben jetzt keine unnötig lange Rituale mit Verehrungen und irgendwelchen Reisopfern und irgendwelchen Sandelduft, Räucherstäbchen, was auch immer, zur Verehrung von Göttern. Das ist eine ganz andere Kultur. Wie ist dieser Text oder wie ist diese Stelle also für uns zu verstehen, ja, für den einfachen Europäer? Das ist insofern zu verstehen, dass wir, es heißt ja, ohne abschweifende Gedanken. Hingabe würde ich jetzt persönlich verstehen als Konzentration auf das, was wir gerade machen. Ja? Und in dem konkreten Fall ist es Yoga. Also nehmen wir nehmen uns ein Objekt der Konzentration im Yoga und ohne abschweifende Gedanken konzentrieren wir uns die ganze Zeit da drauf. Ja? Wir wollen einen bestimmten Konsens erreichen mit dem Objekt der Konzentration. Bei der Meditation, sei es denn die Konzentration auf den Atem oder auf ein bestimmtes Bild oder auf andere Sachen, da gilt es, ohne sich abzuschweifen, die ganze Zeit dabei zu sein. Und sollte man sich abschweifen, kehrt man wieder zurück zum Konzentrationsobjekt und bleibt die ganze Zeit beständig bei der Konzentration. Das ist so, so ist dieser Punkt zu verstehen. Das Verweilen an einsamen Orten. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Zieht euch regelmäßig zurück oder nehmt euch die Zeit für euch selbst. Da, ja, das ist sehr wichtig. Man sieht das immer wieder aktuell, dass vor allem wenn ihr in einer großen Stadt lebt, aber auch überall in der Gesellschaft, man ist auf der Arbeit, man ist in der Familie und dann macht man noch irgendwas zu Hause und dann ist der Tag rum. Aber man hat oftmals gar nicht die Zeit, über die Dinge nachzudenken oder einfach darüber nachzudenken, gehe ich noch den richtigen Weg, was ich mir vorgenommen habe. Dieser Rückzug an einsame Orte beabsichtigt eben, dass es ein Ort ist, wo möglichst wenig Menschen sind, wo es sehr ruhig ist, wo man sich um euch kümmert, wo ihr zum Beispiel, ihr müsst jetzt nicht einkaufen gehen, ihr müsst euch nicht versorgen, ihr müsst nicht irgendwie viel mit anderen Menschen kommunizieren, sondern ihr könnt euch Zeit für euch nehmen, wo ihr ein Buch lesen könnt, wo ihr länger praktizieren könnt, meditieren könnt und so weiter. Da wir diese Eigenschaft sehr schätzen, haben wir extra uns überlegt, wie können wir das oder diese Eigenschaft den Menschen näher ranbringen. Und um das den Menschen zu ermöglichen, haben wir so ein Projekt jetzt ins Leben gerufen, was wir
schon seit einer längeren Zeit verfolgen und in Zukunft sehr ausweiten werden. Das Projekt heißt Vipassana, Schweigemeditation, Eintauchen in die Stille. Das ist wirklich Eintauchen in die Stille, denn wie ich sagte, man hat wirklich keine Zeit dafür und auch keine Gelegenheit. Auch ein guter Arbeitskollege sagte einmal von mir, Lust habe ich schon, aber keine Gelegenheit. Das ist wirklich passend an der Stelle. Und bei der Vipassana ziehen wir uns entweder für 3 oder für 10 Tage komplett in Schweigen zurück. Wir reden nicht. Und unser Ziel ist es, die einzelnen Praktiken zu praktizieren und dadurch uns mehr, uns besser zu verstehen. Ja? Für Menschen, die vielleicht am Anfang noch stehen und vorher nicht viel Yoga gemacht haben und das Thema vielleicht noch nicht vertraut ist, empfehlen wir 3 Tage Vipassana zu machen. Und für Menschen, die sich schon sicher fühlen oder die auch schon ein paar Wochen Yoga machen, den Körper gut fühlen und das Thema schon auskennen, empfehlen wir die 10-tägige Vipassana. Ich werde dazu auch alles in der Videobeschreibung verlinken. Ihr könnt euch da informieren. Wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr euch auch anmelden. Und wir werden dann gemeinsam uns hier bei der Vipassana sehen. Das ist eben, also Vipassana ist heutzutage, es gibt sicherlich andere Instrumente, man kann bei sich zu Hause meditieren, aber um intensiv sich zurückzuziehen und sich zu verstehen, ist die Vipassana wirklich ein gutes Mittel. Und zum nächsten Punkt, kein Gefallen am Gedränge der Menschen. Hängt auch wieder sehr stark mit dem vorigen Punkt zusammen. Es geht darum, dass man nach Möglichkeit Orte meidet, wo viele Menschen sind. Ja. Manchmal geht man einkaufen, das ist klar, und zur Arbeit, wie auch immer. Aber es geht darum, bestimmte Orte auch zu vermeiden. Nennen wir es jetzt mal ein solches Konzert, wenn ihr gerne Konzerte besucht. Unabhängig davon, welche Musikrichtung, ich will hier auch gar nichts im Video kritisieren oder euch irgendwie etwas wegnehmen. Es geht um diesen Grundgedanken. Wenn ich mich die ganze Zeit mit den anderen vermische, mit der Energie der anderen vermische, erkenne ich meine eigene Energie nicht mehr selbst. Ich erkenne mich selbst nicht mehr. Ihr kennt das ja auch vielleicht selbst. Ihr geht in Menschenmengen oder ihr geht an Orte, wo viele Menschen sind, kehrt zurück und habt plötzlich andere Gedanken oder andere Motivationen. Und dann wollt ihr auf einmal etwas machen, was euch total fremd ist. Und dann fragt ihr euch am Ende, warum kommt das? Wieso kommt das? Das ist, weil man sich oft mit der Energie vermischt. Man vermischt sich mit der anderen Energie, man kann seine eigene Energie dadurch nicht mehr wahrnehmen. Ja? Das ist eben ein Nachteil. Es ist wirklich ein Nachteil. Daher empfiehlt es sich, große Menschenmengen zu vermeiden und in sich immer wieder zurückzukehren. Der letzte Punkt, beziehungsweise 2 Punkte sind hier noch, beständige Selbsterkenntnis und alldurchdringende Sicht. Das sind 2 Punkte, die würde ich sogar als 1 zusammenfassen. Beständige Selbsterkenntnis. Nun, wenn wir nicht als Einsiedler irgendwo im Kloster leben, ist es schwierig, uns dauerhaft selbst zu erkennen. Aber wir können uns wenigstens eine gewisse Zeit am Tag nehmen, um uns selbst zu erkennen. Selbsterkenntnis ist hier vielleicht, oder alldurchdringende Einsicht, das ist ja sehr amorph, ist gar nicht verständlich, was damit gemeint ist. Aber es geht darum, dass man sich täglich auf das besinnt oder auf das zurückberuht, was man eigentlich machen will oder was man sich als Ziel gestellt hat, was man als Persönlichkeit ist in diesem Leben. Und dazu empfiehlt es sich täglich eine gewisse Praxis zu machen, etwas mit sich selbst, mit seiner eigenen Energie zu machen. Und da haben wir wieder das Beispiel mit der Volksmenge. Ihr geht irgendwo hin, wo viele Menschen sind, kehrt zurück und habt komische Gedanken. Um euch wieder selbst zurück zu euch zu finden, praktiziert etwas. In erster Linie oder an erster Stelle kann da, oder als allererstes kann da gesagt werden, Hatha-Yoga, rollt euren Teppich aus, eure Yogamatte, praktiziert darauf Asanas, das wird unglaublich stark die Energie verändern. 1 Stunde Asana-Übungen wird schon gewisse Veränderungen in eurem Kopf bewirken. Ihr könnt dazu auch zum Yoga-Unterricht gehen, bei euch lokal vor Ort. Sucht einen Yogalehrer, der mehr oder weniger adäquat im Kopf ist, mit dem ihr einen gewissen Energieeinklang spürt und dann könnt ihr zu ihm auch regelmäßig hingehen. So, das ist eine Möglichkeit. Die 2. Möglichkeit, ich würde euch aber immer empfehlen, mit euch selbst zu arbeiten. Auch wenn ihr zum Yogalehrer geht,
das ist gut, ja, wenn man sich selbst nicht zwingen kann, ja, wenn man sich selbst nicht mehr motivieren kann. Wenn die Sinneseindrücke, wenn die Gelüste so stark sind, dass man zu einem geht, der einem mit dem Stock hinterher prügelt, dass man sich überhaupt erst anstrengt. Wenn ihr aber die Kraft spürt, euch selbst anzustrengen, macht selbstständig Yoga oder macht selbstständig eine andere innere Praktik. Innere Praktiken sind entweder Pranayamas oder Mantren oder andere Formen von Meditation. Es gibt eine ganze Menge von Meditationen. Wir empfehlen die Sachen, die wir selber auch praktizieren. Ich werde dazu auch noch einige extra Videos machen, wo wir genau auf das eingehen, auf die Praktiken eingehen, die wir auch selbst praktizieren. Sogar zu jedem wird noch ein einzelnes Video in Zukunft folgen. Aber grob gesagt ist es die Konzentration auf den Atem, die Mantra-Om-Meditation, das Singen des Mantra-Om oder das Tönen. Und bei den Pranayamas ist es die Wechselatmung, Nadi Shodhana oder Anuloma Viloma auch genannt. Das sind drei ziemlich effektive Praktiken, wie man seine Energie ziemlich stark ändert. Aber es muss nochmal zusätzlich dazu gesagt werden, dass eine bestimmte Fähigkeit, die Energie zu transformieren, auch da sein muss. Ja? Wenn sich jetzt jemand hinsetzt und er hat noch nie meditiert, sitzt eine halbe Stunde, kann sich in einer Stunde gar nichts verändern, weil er einfach vielleicht noch nicht gewohnt ist, das zu praktizieren. Aber Yoga ist daher auch für Anfänger vor allem an erster Stelle zu setzen, wenn es darum geht, die eigene Energie zu verändern und sich selbst dadurch zu erkennen. Und da kommen wir zu dem letzten Satz. Alle Kategorien sind jetzt schon erklärt, aufgezählt. Und der letzte Satz heißt, all dies wird als Weisheit bezeichnet und alles Dagegenwirkende ist Unwissenheit. Mit diesem Satz schließt Krishna hier diesen Absatz ab. Das Kapitel geht noch weiter, aber das soll uns gar nicht weiter beschäftigen. Wenn ihr wollt, lest ihr das selber nach. Das ist Kapitel 37. Ich werde auch in der Videobeschreibung alles verlinken, wo was steht, wo ihr das genau finden könnt. Es gibt mittlerweile auch schon eine gedruckte Version des Mahabharata. Also wer möchte, kann sich das auch aneignen. Zumindest, was man zu dem letzten Satz noch zusammenfassend sagen kann. Es ist tatsächlich so, dass wenn man diese Eigenschaften für sich als Lebensrichtlinien setzt, dass man viele Probleme aus dem Leben und aus dem Weg wirklich sich entfernen kann. Ja. Es bedeutet nicht, von dem Problem wegzulaufen, sondern es bedeutet, den Problemen im Gegenteil bewusst, ruhig und gleichmütig zu begegnen. Darum geht es. Und wenn ihr wirklich Weisheit ansammeln wollt durch ihr Leben, durch euer Leben oder durch irgendwelche Ereignisse, unabhängig davon, wie alt ihr seid, denn es gibt einen großen Irrtum und Volksmythos, dass mit dem Alter die Weisheit kommt. Mit dem Alter kommt die Lebensweisheit, das ist richtig. Ein 20-Jähriger kann bei weitem nicht so viel wissen wie ein 70-Jähriger darüber, wie man das Leben gestaltet. Aber Weisheiten, die schon in euch stecken, die Weisheiten, die geistiger Natur sind, die Fähigkeit, etwas zu analysieren und die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen und auch die Fähigkeit, bestimmte Einflüsse in dieser Gesellschaft zu sehen, dafür muss man nicht unbedingt alt sein. Oder dafür ist weder Alter noch Geschlecht entscheidend. Dafür ist entscheidend, wie gut ihr euch selbst kennt, wie gut kennt ihr eure innere Welt und wie gut kennt ihr eure vorigen Leben, eure vorige Erfahrung. Ja? Wenn ihr schon ein bestimmtes Paket an Wissen mitbringt, dann könnt ihr ein Buch aufschlagen, ein sehr schwieriges philosophisches Buch, und ihr werdet ganz genau verstehen, worum es da drin steht. Und es gibt 50, 60, 70-jährige Menschen, die dasselbe Buch aufschlagen würden, die aber das überhaupt nicht verstehen würden. Daher ist es wichtig, sich diese 21 Kategorien, Wissenskategorien, immer wieder in Bewusstsein zu rufen. Lest immer wieder nach, wenn ihr auch zwischendurch merken solltet, ich habe für mich jetzt andere Maßstäbe gesetzt und ja, die ganzen Wissenssachen, ja, das war mal, ich bin jetzt auf einem anderen Niveau, ist eine große Illusion,
diese Eigenschaften, die da aufgezählt werden, sind im Endeffekt schon die Quintessenz. Um das zu kultivieren, braucht man Jahre. Ja? Und oft sieht man Menschen, die dann ihre Meinung schnell ändern, aber wirklich weise Menschen sagen sogar noch bis zum Schluss, dass sie immer noch nicht alles verstanden haben. Zum Beispiel Hertrich Leerwurf, den ihr durch unsere Videos schon kennt. Man hat ihm, also das gibt dann so ein paar Situationen in Videos, man stellt ihm dann Fragen und fragt ihn so, ja, können Sie mal darüber und darüber erzählen, Sie kennen sich ja aus. Und man sieht einfach nur, wie Triklerwurf demütig schweigt oder demütig mit den Schultern zuckt, so als hätte er gar keine Ahnung. Also das zeichnet einen großen Menschen aus, der, obwohl er viel weiß und obwohl er viel mehr weiß als 100% oder 90% der anderen Menschen, trotzdem sagt, dass er immer noch lernt und dass er das noch nicht verstanden hat. Das zeugt schon davon, dass ein Mensch wirklich Weisheit und Wissen hat und dass er diese 21 Kategorien sehr stark nachverfolgt. So, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, stellt einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, wenn ihr weitere Videos bekommen wollt und drückt dabei auf die Glocke, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn wir neue Videos rausgebracht haben. Wenn ihr wollt, besucht unsere Homepage yogaom.de. Dort findet ihr weitere Informationen zum Wissen, zum Yoga-Wissen und auch zu den Veranstaltungen, die wir euch anbieten. Es soll kein Verkauf an euch sein, sondern es soll eine Möglichkeit für euch sein, euch selbst besser zu erkennen. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Om.